Hallo Leute, mit dem neuen C55 deckt Realme endlich mal wieder die Preisklasse um 180 Euro in Europa ab und bietet dafür ein auf dem Papier attraktives Gesamtpaket, welches wir uns in diesem Test mal genauer ansehen. Viel Spaß! Beim Design bietet euch Realme die Wahl aus einem schlichten Schwarz sowie einer auffälligeren Variante mit buntem Farbverlauf. Egal für welche Farbe ihr euch entscheidet, ein Blickfang ist das Gerät in beiden Varianten. Vor allem die Rückseite sieht mit der an gebürstetes Metall erinnerten Textur sehr interessant aus. Die großen, runden Kameralinsen, umgeben von einem glänzenden Bereich, wirken auch sehr ansprechend. Wer dünne und relativ leichte Smartphones bevorzugt, kommt beim C55 auf seine Kosten. Mit unter 8 mm ist das Handy ziemlich schlank und bringt auch nur 189 Gramm auf die Waage. Dabei bleibt es für ein relativ dünnes Handy doch recht stabil und lässt sich nur mit deutlichem Kraftaufwand biegen. An der Verarbeitung gibt es absolut nichts auszusetzen, ich hätte mir aber ein anderes Tastenlayout gewünscht. Die Lautstärkewippe über der Power-Taste ist einhändig, zumindest für Rechtshänder, relativ schwer zu erreichen. In der Preisklasse unter 200 Euro setzen viele Hersteller auch heute noch auf LCD-Displays und auch das Realme C55 bildet da keine Ausnahme. Verbaut wird hier ein ziemlich großes 6,72 Zoll IPS LCD-Panel mit Full HD Plus Auflösung, 90 Hz sowie 8-Bit Farbtiefe. HDR bietet das Display nicht, ansonsten aber eine wirklich gute, scharfe Darstellung mit gutem Schwarz- und Kontrastwert und gleichmäßiger Ausleuchtung ohne Lichthöfe. Schattenbildung ist nur ganz minimal an den Randbereichen des Panels auszumachen. Die werkseitige Farbabstimmung gefällt mir gut. Was ich übrigens super finde, ist die Helligkeit des Displays. Während die meisten Handys mit LCD-Display ja nur zwischen 300 und 400 Nits erreichen, kommt das Realme C55 auf satte 680 Nits. Damit wird ein gängiger Nachteil von LCD-Displays eliminiert, da sich das C55 auch unter Sonnenlicht ohne Probleme nutzen lässt und alle Inhalte klar erkennbar bleiben. Der Touchscreen bietet 10 Berührungspunkte und 180 Hz Abtastrate, reagiert präzise und ohne größere Latenz. Keine Angaben macht Realme zum Displayglas, im Zweifelsfall sollte man hier also auf eine Schutzfolie oder ein Schutzglas setzen. Als Prozessor kommt im C55 ein Mittelklasse-SoC von MediaTek zum Einsatz, nämlich der Helio G88, welcher im Sommer 2021 auf den Markt kam. Das 12-Nanometer-SoC bietet 2 Cortex-A75 Leistungskerne und 6 Cortex-A55 Effizienzkerne, gepaart mit einer auf 1 GHz getakteten Mali G52 MC2 GPU. Für Anwender mit gemäßigten Ansprüchen bietet das C55 damit eine ordentliche Leistung, welche auch das 90Hz Display mit den meisten Apps gut bedient und so für eine größtenteils flüssige Nutzung sorgt. Ruckler kommen nur bei frisch geöffneten Apps oder beim Laden von Inhalten, beispielsweise in Social Media Feeds, vor. Mehrere parallel geöffnete Apps verursachen keine Performance-Engpässe. Gelegenheitsspieler ohne größere Ansprüche werden ebenfalls bedient, etwas anspruchsvollere Spiele laufen mit reduzierten Grafikeinstellungen in brauchbarer Framerate, Shadowgun Legends ist zum Beispiel auf mittleren Einstellungen gut spielbar, eine nennenswerte Wärmeentwicklung zeigt sich auch bei längerer Spieldauer nicht. Etwas enttäuscht hat mich, dass das Realme C55 nicht mit 256 GB Speicher ausgestattet ist, wie es auf der Produktseite suggeriert wird. Stattdessen ist die EU-Version in der Basisausstattung mit 128 GB bestückt und wer die 256 GB will, muss mehr Geld ausgeben und landet dann aktuell bei über 200 Euro, was ich für die Hardware als zu viel erachte. Suboptimal ist außerdem, dass hier nur eMMC 5.1 Speicher zum Einsatz kommt, was aber dem Helio G88 geschuldet ist, welcher einfach keine Unterstützung für den schnelleren UFS-Speicher bietet. Beim Arbeitsspeicher bekommt ihr übrigens 6 GB LPDDR4X RAM in der Basisvariante und 8 GB RAM, wenn ihr zur 256 GB Variante greift. Der Festspeicher kann aber auch per MicroSD-Karte erweitert werden, wofür es einen Triple Card Slot gibt, sodass hierbei DualSIM nicht verloren geht. Bei den Sensoren ist alles Wichtige vorhanden, inklusive Kompass und Gyroskop, der Teufel steckt hier jedoch im Detail. Zumindest bei meinem Testgerät funktionieren weder das Gyroskop noch der Kompass korrekt, wie ihr hier in Google Maps sehr deutlich sehen könnt. Der Fingerabdrucksensor befindet sich an der rechten Seite innerhalb der Power-Taste und entsperrt zuverlässig und ohne größere Verzögerung.
Face Unlock per Frontkamera funktioniert ebenfalls einwandfrei und hat auch mit wenig Licht keine Schwierigkeiten, da der Bildschirm bei Lichtmangel hell aufleuchtet. Als Betriebssystem kommt wie auf allen Realme Smartphones die Realme UI in der aktuellen Version 4.0 zum Einsatz, welche sich nun optisch etwas mehr von Stock Android unterscheidet, als das früher der Fall war. Das System macht aber dennoch einen schicken und übersichtlichen Eindruck auf mich. Die Basis bildet übrigens Android 13 mit halbwegs aktuellem Sicherheitspatch. Google-Zertifizierung ist vorhanden und Widevine Level 1 DRM gibt es auch. Ein wenig Bloatware ist vorinstalliert, lässt sich aber einfach deinstallieren und das gilt auch für Facebook, welches ohne die Systemdienste vorinstalliert ist. Im Mobilfunk gibt es maximal LTE-Unterstützung mit zwei Nano-SIM-Karten, der Empfang ist hier einwandfrei. WLAN wird mit dem AC-Standard unterstützt und liefert 255 Mbit pro Sekunde direkt neben dem Router. Ein Stockwerk darunter kommen noch etwa 63 Mbit pro Sekunde an. Bluetooth gibt es in Version 5.0 ohne auffällige Probleme. NFC wird unterstützt und kann auch für Google Pay genutzt werden. Das auf der Produktseite beworbene 360 Grad NFC kann ich allerdings nicht bestätigen. Bei meinem Testgerät funktioniert NFC ausschließlich auf der Rückseite. Im GPS-Test haben sich keine Schwächen gezeigt, der Empfang ist auch bei bedecktem Himmel oder Regen sehr gut. Im Praxistest gab es beim Navigieren und Tracking keine Abweichungen oder Aussetzer. Auf Stereo-Lautsprecher muss man beim Realme C55 leider verzichten, der Mono-Lautsprecher klingt aber immerhin ganz ordentlich und kann auch extrem laut werden. You will just hear glass break. You'll hear a slightly battered and bruised baseball fly past your right ear. As a cloud of debris blooms. And shards of glass trail overhead. Just before gravity takes hold, scattering chaos to the four corners of the room. While the sound of a scared little kid running like hell fades away in the distance. Für Kopfhörer gibt es einen 3,5 mm Anschluss, allerdings ohne Möglichkeit zum UKW-Radioempfang. Die Sprachqualität beim Telefonieren ist gut und auch das Noise Cancelling funktioniert gut, obwohl es kein dediziertes Mikrofon für die Umgebung gibt. Voice over LTE und Voice over Wi-Fi werden unterstützt und haben im Test mit dem O2-Netz ohne Probleme funktioniert. Realme verzichtet beim C55 mit Ausnahme eines 2-Megapixel Tiefensensors auf unnötige Zusatzkameras. Hauptsensor ist ein 64 Megapixel OV64B von Omnivision und für Selfies gibt es eine einfache 8 Megapixel Kamera. Schauen wir uns die Kameraleistung im Folgenden mal im Detail an. Im Standardmodus liefert das C55 Bilder mit 16 Megapixel Auflösung und schlägt sich hier zufriedenstellend. Die Fotos wirken in allen Situationen stimmig, also sowohl bei viel Licht als auch innerhalb von Räumen. Auto HDR funktioniert reibungslos und sorgt für einen sehr guten Dynamikumfang, doch auch ohne HDR liefert der Sensor einen guten Dynamikumfang ab. Die Fotos sind ausreichend scharf, zeigen wenig Rauschanteil und nur auf große Distanz neigen feine Details bzw. Texturen etwas zum Verwaschen, was aber hauptsächlich beim Einzoomen auffällt. Probleme mit Verwackeln hat das C55 nicht und lichtet auch Motive, die sich bewegen, scharf ab. Die Farbdarstellung wirkt in allen Situationen stimmig. Die Weißbalance passt ohne Ausnahme und die Farben entsprechen der Realität, allerdings mit gesteigerter Sättigung, was den Bildern einen lebendigen Look verleiht, den man durchaus mögen kann. Nahaufnahmen liefern einen sehr schönen Bokeh-Effekt. Verzichten solltet ihr zumindest bei Landschaftsaufnahmen auf den Digitalzoom, welcher die Bildqualität massiv verschlechtert. Brauchbar ist der Zoom nur bei Nahaufnahmen, um dort zum Beispiel eine Makrokamera zu ersetzen. Für diesen Zweck eignet er sich sogar besser als die in der Preisklasse üblichen 2 Megapixel Makrokameras. Der Porträtmodus ist etwas enttäuschend. Dafür, dass das Smartphone einen dedizierten Tiefensensor bietet, ist die Kantenerkennung relativ unzuverlässig. Der Effekt selbst wirkt auch wenig realistisch und eher wie ein einfacher Weichzeichner. Der LED-Blitz besteht nur aus einer LED, die Lichtmenge reicht für kleine Räume und den Nahbereich aus, wobei die Lichtstreuung recht breit ist, um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu erzielen. Die Ergebnisse sind im Nahbereich zufriedenstellend, Farben werden gut dargestellt,
Der Weißabgleich tendiert allerdings etwas ins Rötliche. Bei Nachtfotos liefert das Handy bei ausreichend Straßenbeleuchtung brauchbare Schnappschüsse, zeigt aber in der allgemeinen Bildqualität deutliche Schwächen. Vor allem der deutliche Detailverlust und das Bildrauschen fallen hier negativ auf. Die Lichtstärke ist auch nicht sonderlich hoch. Der Night Mode kann etwas mehr Lichtausbeute liefern, hebt aber auch das Bildrauschen noch stärker hervor. Schärfer werden die Nachtfotos im Night Mode nur ganz vereinzelt. Wer hofft, mit Langzeitbelichtung im Pro-Modus bessere Nachtfotos zu bekommen, der wird zumindest teilweise enttäuscht sein. Szenerien mit sehr vielen Kunstlichtquellen profitieren zwar, doch bei sehr wenig Licht versagt auch die Langzeitbelichtung, da das Realme C55 nur mit maximal 16 Sekunden belichten kann und der Sensor nicht sehr lichtstark ist. Die Halbautomatik funktioniert offensichtlich auch nicht gut und neigt bei sehr wenig Licht zu einem extremen Rotstich in den Bildern. Positiv überrascht hat mich dann allerdings die Frontkamera. Normal kann man in der Preisklasse ja insbesondere bei den kleinen 8-Megapixel-Sensoren nicht viel erwarten. Insofern überrascht mich, dass das C55 mit der 8-Megapixel-Kamera richtig gute Selfies liefert, welche neben einer sehr guten Farbwiedergabe auch eine richtig gute Schärfe und Detaildarstellung liefern. Das gilt übrigens nicht nur bei perfekter Ausleuchtung, sondern auch innerhalb von Räumen und sogar bei Nacht kann man mit dem Bildschirmblitz noch wirklich brauchbare Nachtselfies machen. Videos sind dann wiederum keine Stärke vom C55, die Bildqualität fällt hier eher mittelmäßig aus, Stabilisierung gibt es nicht und die Tonqualität könnte auch besser sein. Slow-Motion-Videos sind mit 120 FPS in 720p Auflösung möglich, wobei das Smartphone bei mir nur defekte Videodateien liefert. Wenden wir uns dann noch dem Akku zu und dieser bietet 5000 mAh und damit eine ordentliche Größe. Die Laufzeit überzeugt trotz des hellen LCD-Displays voll und ganz. 2 Tage Laufzeit sind problemlos möglich. Am frühen Abend des zweiten Tages muss man dann in der Regel nachladen. Aufgeladen wird dann per 33 Watt mit Super VOOC Fast Charging, was von 20% auf 75% etwas mehr als eine halbe Stunde und bis auf 100% eine knappe Stunde benötigt. Kommen wir dann zum abschließenden Fazit. Enttäuscht hat mich beim Realme C55, dass eines der sehr interessanten Merkmale, nämlich der 256 GB große Speicher, in Europa nur gegen Aufpreis zu haben ist, auch wenn im Datenblatt die 256 GB als einzige Option aufgelistet werden. Dennoch empfinde ich das C55 unterm Strich auch mit den 128 GB Speicher noch als gutes Gesamtpaket für um die 180 Euro. Im Alltag schlägt es sich weitgehend gut und bietet interessante Merkmale wie das wirklich schicke Design, ein sehr helles LCD-Display, NFC und lange Akkulaufzeit. Schnäppchenpotenzial ist da durchaus vorhanden, wenn die Preise in Zukunft noch unter die 170 Euro Marke, eventuell sogar in Richtung 150 Euro sinken. Von der teureren 256 GB Version, welche in Europa noch deutlich über 200 Euro kostet, rate ich aber definitiv ab, denn in diesem Preisbereich bekommt man andere Handys mit insgesamt noch besserer Ausstattung, insbesondere beim Prozessor. Um die 256 GB Version zu empfehlen, müsste diese noch deutlich unter die 200 Euro Marke sinken. Und damit ist dann denke ich alles gesagt. Wenn euch der Test gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Feedback, Fragen und eigene Erfahrungen mit dem Realme C55 könnt ihr gerne in die Kommentare packen. Vielen Dank fürs Zusehen, macht es gut und bis zum nächsten Video.